Ich bin wieder da, ich hab's geschafft. Und ich glaube, ich muss erstmal gucken, ob das stimmt. Ich bin nämlich wieder mitten im Dungeon. Ich habe mir vor dem Dungeon noch ein wenig Erfahrungspunkte geholt, wie ihr sehen könnt dort oben. Und auch hier im Dungeon gab es ja noch einiges zu erledigen. Und ja, wir befinden uns hier. Dort drüben war das, war der Gegenstand. Den werde ich mir jetzt, den habe ich ja schon geholt. Dort unten die Flöte. Und ja, die Flöte werdet ihr dann sehen, was die wirkt, wenn wir an der Oberwelt sind. Erstmal will ich mir das Ding hier nochmal holen. So, so sieht das da schon viel besser aus hier. Ich bin zum Glück noch kein einziges Mal gestorben in diesem Dungeon. Noch nicht. In diesem Durchlauf meine ich natürlich. Einmal bin ich schon gestorben. Oh, leckt mich, ihr scheiß Viecher hier. Mein Gott. Wo sind wir denn hier? Oh, ey. Ich werde noch wilde hier. Ey, ich werde noch wilde. Nur wegen euch, nur wegen euch. Also ich meine jetzt wegen dem Monster, nicht wegen euch da draußen. Nein, ich meine hier. Hier in Zelda. Die Monster meine ich natürlich. So, wo waren wir denn noch nicht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ja. Wohin? Ich glaube, zum Boss musste ich den einen Fahrstuhl hochnehmen. Oh, wann ist denn die Halle mal zu Ende hier? Hallo, ja, eigentlich. Ich glaube, hier musste ich irgendwo den Fahrstuhl nehmen. Den hier. Den wieder hochnehmen. Und dann nach links weiterlaufen, oder? Na, komm her. Komm her. Oh, jetzt muss ich wieder hochspringen. Ich treffe die nicht genau. Ach, leck mich doch, du blödes Ding, du. So. Bitte auf. Und dann geht's weiter. Oh Gott, lass mich ja in Ruhe, du Vieh, du. Und hier ging's doch auch noch weiter, oder? Na klar, ging's hier weiter. Na, kommst du nicht zu mir hoch, hä? Oh mein Gott, dann eben nicht, dann geh ich halt. Oh Gott, diese Iron Knuckles immer. Na komm her, du Scheißvieh, du. Ah, endlich, so. 200 Punkte. Naja, die waren ja total sinnlos. Na super. Ja, okay. Ich glaube, dann ging es einmal runter. Nee, ging es hoch. Oder brauchte ich da oben Schlüssel? Ach man, Leute, ich weiß es nicht mehr. Ja, oben brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich ja nicht, oder? Nein. Nee, habe ich nicht. Na super, dann muss ich ganz runter gehen. Ganz unten ist ja bestimmt noch ein Schlüssel. Hoffentlich. Sonst hat der Scheiße hier. Da kommt ja keine Warte. Oh, dann kommt da wieder dieser scheiß Ding. Da kann ich mal kotzen. Ich sollte aufhören so zu reden. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt kommt bestimmt. Ja, es war klar. Wie auch anders. Wie hätte es anders kommen sollen, hä? Wie denn? Wie denn? So, und jetzt will ich da hoch. Wenn, dann lasse ich mich nur von den Roten töten, weil das wäre zu viel Schande, wenn ich mich von den Blauen töten lasse. Diese Genugtuung will ich ihnen nicht tun. Na komm schon. Ja gut, super, toll, schön. Ja, wir freuen uns alle so. Schön. Wir volle Leben, jetzt kann es losgehen hier. Jetzt mache ich die Viecher hier alle. Ba-b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 a. So, am besten erstmal Shield-Zauber. Mein Gott, dann mache ich eben so platt hier. Ach du Scheiße, ey. Ja, so mache ich den Platz. So geht das hier. So, das gemacht. Ach, und wisst ihr, weil es so schön ist, hole ich mir dort oben noch den Typen, damit ich mir die Erfahrungspunkte hole.
habe ich nämlich ein neues Level. Was mein Ziel hier an diesem Dungeon war. Leck mich, manchmal mache ich dich so fertig hier. Oh, klein Erfahrungsbeutel, na super. Jetzt, wo ich den brauche. Und wir haben unsere Attacke. Level 7! Ist doch cool, oder? Das ist doch einfach nur geil, oder? So, hops. Dich holen wir uns auch noch, damit du hier nicht so alleine rumliegen musst. Ja, ihr könnt mich alle mal einschalten. Ach nee, das war jetzt geklaut, oder? Na egal. So. Hier oben geht's nämlich weiter. Boah, der braucht nur noch einen Schlag. Habt ihr das gesehen? Und ich hoffe, du brauchst auch weniger Schläge. Verdammt. Schildzauber, Schildzauber. Ah, so, fertig aus, Ende hier. Kann ja nicht sein, dass ich hier noch... Ach, ja, du machst mich jetzt nicht fertig, ey. Du nicht. So, na super, ich werde ja... Oh. Wie viel Leben habe ich noch? Eins habe ich noch, na super. Ah, okay. Also mal kurz, das ist irgend so ein Troll, der Endgegner dieses Dungeons, und wir müssen den treffen am Bauch, glaube ich. Ja, am Bauch. Und normalerweise benutze ich immer den Jump und den Schildzauber, aber ich habe... Das mache ich jetzt nicht, weil ich keine Magie habe. Lampi in Ruhe. So, fertig, aus, Ende. Na super, jetzt bin ich gleich tot. Ja, ich bin tot. Na super. Ach ne, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Okay, schielen. Mal ein bisschen beschielten. Wir haben uns beschielt. Wir haben uns beschildet. Okay, ja. Bam. 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 Okay. Also immer drauf springen und dann schlagen und dann... Und dann zurückspringen, damit er euch nicht erwischen kann. So. Okay, das ist... Boah, ich werde immer wieder getroffen. Leute, ich brauche nochmal kurz einen Live-Zauber. Okay, wieso hab ich das jetzt gemacht, hä? Wieso hab ich das gemacht? Wieso hab ich das jetzt gemacht, Leute? Hilfe! Okay, nochmal. Okay. Boah, ich muss mich erstmal beruhigen, ey. Ich bin... Oh, scheiße, ich bin schon wieder kurz vorm Sterben. Wenn er sich nie bewegen würde, wäre der viel einfacher. Ja, komm, noch ein Schlag. Ein Schlag brauchst du noch, komm. Oh, Mann, ey, jetzt treffe ich... Ja, ja, besiegt, besiegt. Oh, mein Gott. Ey, ja, wie... Oh, Mann, ey. Das war wieder knapp. Das war knapp. Ja, komm, füll unsere Erfahrungspunkte auf. So, uns fehlt nur noch ein Upgrade. Yay, yay, yay. Okay. So, wir haben jetzt den Ocean Palace geschafft. Wir haben fast... Wieso habe ich jetzt Pause gedrückt? Keine Ahnung. Wir haben jetzt fast alle Dungeon mit Kristallstatuen drin hier fertig. Das heißt, uns fehlt nur noch einer. Und dann noch der große Palast da. Ja, und zwar... brauchen wir die Flöte, um, naja, um hier einen, ich glaube, die Flöte brauchen wir bloß an einer Stelle, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir die Flöte, um weiterzukommen, und zwar hier unten, das Flussmonster, das den Weg versperrt. Da drücken wir davor B, eine Melodie erscheint, und wir können hier durch. Und hier ist eine der beschissensten Szenen ever, weil hier übelst die Monster sind und dann hier mit Steinen nach euch werfen. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht erwischen lasst. Und vor allen Dingen nicht erwischen lasst von dem Typen, der mit dem Speer hinter euch herrennt. Das ist immer ziemlich unpraktisch, ne, also hier. Und vor allen Dingen, wenn man nur Leben hat, ne, also das ist... So, hops.
So, bam. Oh Gott, Leute, 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 Hilfe! Hilfe, oh Gott, die Szene habe ich ja so gehasst, ey. Obwohl, ich habe es bisher immer überlebt, also so ist es nicht. Und das ist die dritte und letzte Szene. Ja, es gibt insgesamt drei von diesen komischen Szenen hier. Ach, leck mich doch hier, stirb. Dann stirb halt nicht. Hilfe! Rettet mich! Rettet mich! Okay, ich bin durch, ganz ruhig mal kurz. So, ja, jetzt geht's hier unten lang. Nee, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da unten ist dieses verlassene Dorf, das wir auch nochmal rein müssen. Ja, weil... Und zwar... Ich zeig's euch gleich, wenn ich hier fertig bin. Ach Mann, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Leck mich doch! Mein Gott! Bip, bip, bip. So. Und falls ihr denkt, wir haben jetzt endlich eine Stadt erreicht, habt ihr euch geirrt. Ja. Leck mich fett. Oh, wir sehen uns gleich wieder. Und ich bin wieder da. Schön, euch zu sehen. Ja, toll. Hops. Oh, ey, ich könnte... Ey, ich werde gleich zum... Ey, Leute, das ist doch total bescheuert, oder? Leck mich, du Scheißteil. Nein! Ey, nein, nein. Ey, das gibt's nie. So. Okay. Okay. Wir haben es leider nicht geschafft, über diese Brücke zu springen, mal wieder. Ich möchte mich daher recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und sage euch Tschüss bis zum nächsten Part.